Hallo, 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 wie komme ich denn jetzt wieder hier heraus? Hallaja, hullala. Muss ich irgendwas Spezielles anleuchten? Muss ich wieder meine Adventure-Punkte, meine hart erarbeiteten hier raushauen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Sag mal, ich muss doch da hinten irgendwie... Da muss doch noch was geben irgendwo. Guck mal, das sieht so ganz, ganz super verdächtig aus, was da oben auf der Kiste ist, aber da geht nichts. Ah, die Taschenlampe benutze ich. Ohne die Taschenlampe könnte ich einen Teil des Frachtraums überhaupt nicht sehen. Doch auch mit ihr finde ich es hier noch unheimlich genug. Kann ich mit dem Opernglas noch was anfangen? Ah, du sollst nicht hingehen, Hallo, was macht denn jetzt? Ich werde der Baronin oder ihrem Butler James das Opernglas zurückgeben, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Okay, und dafür musstest du jetzt in die Ecke gehen, oder was? Kann ich das Opernglas? Nein. Was macht er denn jetzt? Ich würde es gerne überspringen. Ich werde der Baronin oder ihrem ohne die Tab doch auch mit. Das hat man doch alles schon. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Sag mal, hänge ich jetzt hier fest? Jetzt hör auf. Jetzt sei nicht, ich hänge hier fest. Wo bin ich denn? Also ich... Also jetzt, also bitte, also wie... Ah, hier komme ich wieder raus, okay. Ja, ich habe nicht wirklich was gefunden. Ach, hier ist noch ein Spind. Ach, schau mal an, hier vorne geht's noch lang. Ah, guck mal, der weg. Die Tür dieses Spinds ist nur angelehnt. Dann mach sie doch mal auf. So, wer fällt mir jetzt entgegen? Niemand. Leer. Ja. Die drei linken Spinde scheinen alle abgeschlossen zu sein. Na schön. Dann komme ich da schon mal nicht weiter. Kann ich denn jetzt schon nach oben gehen? Oder sagt er dann, nein, ich muss doch hier Beweise finden. Wirklich gefunden habe ich noch nichts. So, wie komme ich denn jetzt hier raus aus dem ganzen Laden hier? Hallo? Zellner? Oh, Scherben, Scherben. Wo waren Scherben? Da. Sieht man ja gar nicht, die Scherben. Ach, da unten. Die Scherben sind... Ja, zerbrochen. Oh, was? Puh, ich bin einfach zu schreckhaft. Eine Ratte, eine Maus? Was war's denn? Was hat mich da jetzt so... Wow! Oh, scheiße. Sag mal, wer haut denn dem armen Zellen da hinten was auf den Dez? Aua! Wer schießt denn da? Jetzt geht's aber los hier. Hör mal. Ich sag einfach mal, hallo, ich weiß zwar nicht wie mit dem Knebel im Mund, aber ich sag einfach mal, hallo. So klingt das. Ja, benutze die Kransteuerung. Hahaha, das ist gut. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nee. Nee, nee, benutze das Messer hier. Das ist frisch. Nimm das Messer. Ah, dein Schweizer Taschenmesser. Wenn das mal nicht von unserem... Ah, geil. Ich glaube, das sollte scheiße sein, was er da sagt. Ja, wie komme ich denn jetzt ans Messer hier? Bin ich ans Messer geliefert? Was habe ich denn noch in der... Der hat mir alles abgenommen, der Arsch. Öffne die Kiste. Mit den Füßen. Oh Gott. Zellner, Zellner, Zellner. Mein lieber Freund, da bist aber ganz schön in die... Ah, scheiße geraten. Zieh am Tuch, dann ziehen wir mal. So, was fällt denn dann runter, wenn ich am Tuch ziehe? Das erinnert mich gerade an die nackte Kanone, wo er da gefesselt auf dem Stuhl liegt und am Regal rumschuppert und ihm alles Mögliche auf den Kopf fällt. So, was ist denn mit dem Eisen? Ah, ein Fußtechniker. Wir können tatsächlich hier die Kiste öffnen. Da freuen wir uns aber ganz doll. Da tanzen wir uns im Kreis, wenn wir nicht an den Stuhl gefesselt werden. Scheuere die Fesseln an der Säge durch. Ach, das soll eine Säge sein, die da drin ist. So, da sägen wir uns gleich schon das Bein mit ab und in den Fuß. So, die Füße sind schon mal frei. Das ist ja schon mal was wert. Mit den Füßen könnte ich doch ans Messer kommen. Nee, mit den Füßen könnte ich die Kransteuerung hier... Ach so, ich kann jetzt laufen. Ah! Ja, schon. Was machen wir jetzt? Ziehen wir die Kiste.
Ach, jetzt hebe ich mich selbst hier hoch, oder was? Oh, oh. Nee, ich glaube, wenn ich mich jetzt hier dranhänge, das endet nicht gut. Nee, nee, Zellner, was machst du? Bist du lebensmüde? Willst du dich aufhängen? Zellner, du bist doch so jung. Oh, das ist ein Knochen. Wo habe ich denn den Haken jetzt drin stecken? Oh, der Haken, oh. Der Haken sollte, also der ist da gelandet. Ah, oh, der ist da gelandet, wo er eigentlich nicht hin sollte. Au, 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 ei. So, das war's. Meine Arme sind gebrochen. Verdammte. Warum ist es denn jetzt dunkel? Bin ich in eine Kiste geplumpst? Nee. Oh, guck mal da. Der arme Zellner. Kann kaum noch laufen, der arme Kerl. Mein Gott, der macht was davon mit dir. Davon wird am besten niemals jemand erfahren. Nein, das lassen wir mal besser. Das behalten wir mal lieber für uns. Ach, Houdini. So, hier liegt ein Eisenrohr, oder was ist das? Mit dem er mich hier niedergeprügelt hat. Wer auch immer das war. An der Stange kleben etwas Blut und einige Haare. Die wenigen, die ich noch hatte. Um die Haare tut es mir besonders leid. Ja, eben. Ich habe ja nicht mehr viel. Ach, Zellner, du arme Sau. Nimm das Rohr. Ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an. Wer das Opfer ist, wissen wir ja schon. Na, lecker. Was bringt mir das, wenn ich es auf der Blutseite anpacke? So, die Scherben sind auch verschwunden auf mysteriöse Art. Ja. Kann ich jetzt nach oben und dem Inspektor das vorhalten und sagen, hier hat mich einer umgehauen oder wie? Was gibt's denn hier noch? Hallo? Was war denn das eben? Ich schaue hier erstmal durch das Fenster. Vielleicht entdecke ich ja noch irgendwas. Draußen ist es bereits dunkel. Wie lange war ich bewusstlos? Also wir sind auf jeden Fall schon auf hoher See, das höre ich. Die Maschinen laufen. Wir schauen mal raus. Oh, wir sind eingesperrt. Ach du Kacke. Wer immer die Tür verschlossen hat, ist kräftiger als ich. Können wir mit dem Rohr vielleicht die Tür öffnen? Ja, wir können es zumindest lösen. Ich sollte vorsichtig sein. Vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe. Na stimmt, da hat ja einer geschossen, sag mal. Hör mal, das hätte aber auch ein Querschläger ins Auge gehen können hier. Oh no. Was soll das, Zellner? Der Inspektor. Der Geruch der Waffe. Ich wollte prüfen, ob diese Waffe kürzlich abgefeuert wurde, Inspektor. Was tun Sie hier auf dem Schiff, meine ich? Ich wurde im Frachtraum niedergeschlagen. Aber natürlich wurden Sie das. Ja, hier, guck, das Rohr. Hier, sehen Sie. Vorsicht, auf der Seite könnten Fingerabdrücke sein. Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen das glaube. Ach, wegen den Fingerabdrücken, natürlich. Ja, doch. Schlag auf den Kopf. Ich bin der Truhe nachgegangen. Ich habe sie im Frachtraum gefunden und offensichtlich hat sie tatsächlich jemand benutzt, um unbemerkt an Bord zu kommen. Einige Leute nehmen erstaunliche Mühen auf sich, um diese Fahrt mitzumachen. Allerdings, wer immer es war, er hat mir mit dem Rohr von hinten eins über den Schädel gegeben, als ich eine Spur untersucht habe. Dieser Hund! Ach ja, und auf mich geschossen hat man auch. Das ist doch alles Blödsinn. Sie wollten unbedingt diese Fahrt machen und haben eine Möglichkeit gefunden, hier zu bleiben. Ich sollte sie über Bord werfen. Ich hätte mir etwas weniger Schmerzhaftes einfallen lassen können. Das sieht wirklich nicht gut aus. Nein, sieht es nicht. Sehen Sie? Und da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste. Ich habe keine Waffe. Der Doktor soll sich das mal ansehen. Kommen Sie mit. Ja, ja. Ab zum Dr. Gebhardt. Oh, die Baronin. Inspektor Legrand und Wachtmeister Zellner. Beehren Sie uns also doch auf der Reise? Anscheinend. Wir suchen Dr. Gebhardt. Lassen Sie nur Captain Conti. Die Conti. Ich komme schon allein zurück. Oh, die ist abgefüllt. Sagen Sie nur James Bescheid. Er soll mich unbedingt um 9:45 wecken. Verstanden? Gewiss, Madame. Unbedingt. Ich werde es ihm ausrichten. Ich ziehe mich jetzt in meine Gemächer zurück. Die ist zu wie eine Handbremse. Sie werden doch heute Abend um 10 im Salon sein, nicht wahr?
Wenn Sie es wünschen. Wird da etwa geflirtet? Es wird ein Ereignis. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja, ja. Wenn sich die Baroness mal abfüllt, dann gibt's, ja, dann wird's ein Ereignis. Ja, die frische Meeresluft und das eine oder andere Glas Champagner. Ja, da kann sowas schon mal passieren, ist klar. Aber ja, ich freue mich, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, mit uns nach Kairo zu kommen. Nicht ganz freiwillig. Behauptet er. Ich wurde niedergeschlagen. Von hinten. Aber das ist doch ungeheuerlich, ist Dr. das. Dr. Gebhardt soll sich das mal ansehen, Kapitän Di Conti. Selbstverständlich. Kommen Sie in den Salon, Wachtmeister Zellner. Ich werde den Doktor rufen lassen. So, dann gehen wir mal zum Doktor. Ein paar Doktorspielchen hier. Ah, Doktor, da sind Sie ja. Unser tapferer Wachtmeister Zellner hier wurde angegriffen. Schlag auf den Kopf. Angegriffen? Oh. Setzen Sie sich bitte hin. Nun erzählen Sie schon. Was ist passiert? Ja, was soll ich groß erzählen? Ich wurde halt einfach niedergeschlagen, ne? Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord. Ich wurde niedergeschlagen. Unverschämtheit! Ich werde die Crew sofort anweisen, das Schiff gründlich zu durchsuchen. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner. Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will. Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh. Ich habe mit Dr. Gebhardt gesprochen. Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich! Es tut ziemlich weh! Ja, warum hat eigentlich keiner von euch Nasen mal an mir gesucht, sag mal? Das ist ja unglaublich, ey. Saufen hier Shampoos und lassen mich da unten krepieren, ihr Saftsäcke hier. Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben Sie gesucht, aber nicht gefunden. Wer sollte sich im Frachtraum umsehen? Constable Oliver. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Allerdings. Allerdings, ja. Wie viele Finger sehen Sie? 5. Ich würde jetzt echt gern mal probieren, Inch. Wisst ihr was, den Spaß gönne ich mir. 5 Finger. Ich sehe 5 Finger. 3 davon ausgestreckt. Ah, so, ein ganz schlauer. Ah, ja, ja, schlau gemacht. Wo sind wir? Und wie spät ist es? Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Das Dinner ist gerade vorbei. Ach, habe ich das Essen verpasst. Um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon zu einem kleinen Umtrunk. Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt jeder Fahrt. Sie sind soweit in Ordnung, Wachtmeister. Die Blutung hat schon aufgehört, die Wunde sieht gut aus. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule. Ja, wenn es weiter nichts ist, dann nehmen wir mal ein Glas Shampoos. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Ja, ich habe eine Beule am Kopf. Dieben. Da trinken wir jetzt mal einen drauf. Können Sie Ihre kostenlose Kreuzfahrt genießen. Ja, die hat ja schon mal gut angefangen. Ah, ja. Oh, Inspektor! Was? Oh Gott. Ein dunkler Schatten. Oberdeck. Gerade eben. Los, das sehen wir uns an. Ja, nichts wie hoch ans Oberdeck. Ich trinke erstmal mein Glas. Ich komme mit. Ich auch. Ich schwanke Nein, auch Sie mit. Sie bleiben hier. Was wollen wir das ausdiskutieren? Oh ja, bitte. Eine Diskussion wäre mir jetzt gerade Robert, recht. Sie gehen zur Baronin und lassen Sie nicht aus den Augen. Zellner, Sie kommen mit nach Backbord. Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor. Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten. Verstanden? Aber... Oh, der Doktor mit seinen Handschüchen. Baronin von Trebitz? Die Alte ist voll. Hallo? Mal pennen. Baronin von Trebitz, öffnen Sie die Tür. Ja, die Alte ist voll. Das finde ich toll.